Fahrtechnik im Trail, das Thema dieser Lektion. Ich habe jetzt hier mal eine Rechtskehre für dich simuliert und du hörst vielleicht die Geräusche vom Bach im Hintergrund, also schön in der Natur, und da wollen wir auch mit den Teilnehmern hin. Aber bitte sei dir da auch mal wieder klar, was ist so deine Zielsetzung gerade in deinem Konzept als Trainer oder dem Konzept, was du gerade situativ anwendest, und was machst du jetzt, um das zu erreichen? Und da gibt es ja ganz verschiedene Herangehensweisen. Und zwar habe ich schon oft in Ausschreibungen gelesen, in meine eigenen Ausschreibungen reingeschrieben. Wir werden das und das üben. Ein Klassiker wäre jetzt Hinterrad versetzen. Schritt für Schritt, einzelne Lernschritte mit Lernerfolg, mit Hausaufgaben und so weiter und so fort. Dann kam der Hinweis, danach gehen wir ins Gelände und lernen und setzen das Gelernte um. Könnte man jetzt sagen, passt schön, setzen wir es um, das Gelernte, das Hinterrad versetzen wir. Aber da muss mich doch ganz klar sein, ein Hinterrad versetzen ist so ein komplexes Manöver. Es ist fahrtechnisch Schritt für Schritt, es hat viele Irrwege, Fehlgewohnheiten, es hat ganz viele mentale Aspekte, auf dem Vorderrad sich im Gelände wohlzufühlen. Das ist ein Ding, da muss man sich langsam über längere Zeiträume herantasten. Zu Hause müssen das die Teilnehmer machen. Die können das nicht in einem Kurs machen. Wenn du einen hast, der kann das schon gut und du gibst dir noch einen Tipp, wie es besser geht, okay. Aber in der Regel kommen die Leute, sagen, ich habe schon ein bisschen geübt, aber in irgendeiner Baustelle, sei es beim Stoppy, bei irgendeinem Ding, haben sie die Baustelle, das müssen sie erstmal üben. Und danach kann man anfangen, das anzuwenden und dann erst ins Gelände gehen, aber nicht in den Kurs. Und das habe ich wirklich schon, ich will jetzt nicht sagen häufig, aber schon mehrfach erlebt, dass das wirklich gemacht wird. So. Und dann geht es wieder nur um das, ob schafft jemand irgendwie einen kleinen irgendwie Versetzer in irgendeiner Kurve, in der Kehre im Wald zu machen und dann technisch komplett unsauber und mental voll am Struggeln war, am Abgrund am Rand. Also, was ich damit sagen will, Fahrtechnik-Dinge, die man Step by Step übt, direkt im Kurs anwenden zu können, geht bei vielen Dingen nicht, bei manchen Dingen aber schon mit Aha-Effekt. Wenn du eine saubere Zentralhaltung, schöne Sachen, hängende Fersen, locker am Lenker, all sowas übst, das kannst du den Leuten im Trail dir erfahren lassen. Aber auch ohne, dass du im Andauernd anhalten musst und sagst, komm jetzt die Stelle und alles zerhackst, sondern sagst, du fährst einen Trail, bist mal da in der Gruppe, mal da und kannst die Leute daran erinnern, das hat die hängende Ferse und du gibst ihnen einen Haareffekt und sie können es schon umsetzen im Gelände. Vorher nur auf dem Schotterweg oder auf einem Parkplatz oder auf einer kleinen Senke. Wie gesagt, ich würde es früh schon mit Kontext auch üben, aber da ist der Effekt da. Nur bei anderen Dingen bitte erstmal weiter üben und nicht direkt im Gelände umsetzen. Was kann man so im Trail üben? Natürlich musst du auch schauen, was hast du für Trails, offizielle Strecken, Wanderwege, wie ist das mit der Gruppe im Trail vom Platzangebot, wie ist das mit den anderen Wegenutzern und so weiter und so fort, was ist da möglich. Das sind alles Aspekte, die damit einfließen. Und jetzt natürlich auch wichtig, was funktioniert im Trail weniger gut, weil die Leute zu abgelenkt sind von den Faktoren, die der Trail reinbringt. Sehr schmal, dann Rand sind Brennnesseln oder es geht ein bisschen runter. Wo ist die Ablenkung zu groß und wo kann man auch in einem schönen Easy-Trail ablenkungsfrei etwas üben? Weil viele Trainer haben so ein bisschen im Kopf, es ist Mountainbiken, es ist kein Parkplatzbiken. Absolut richtig, aber bitte auch hier wieder nicht schwarz-weiß denken, sondern differenzieren und dann immer die Frage stellen, kann man Trails nicht auch einfach nutzen, um Spaß zu haben? Ohne mit völlig verkopften Teilnehmern, die an fünf Sachen denken, in eine Kurve reinzufahren oder so. Wenn du es machst, was ich natürlich auch gut finde im Trail, zum Beispiel Kurven anzuwenden, dann achte darauf, dass du das vorher vorbereitet hast, Schritt für Schritt, dass du nicht direkt in eine Kehre gehst, die schon zu viel ist, mit viel zu viel Ablenkung, auch bei einem geübten Fahrer. Lieber erstmal Step by Step herantasten und dann achte darauf, dass du deine Coaching-Rolle gut nutzt, die Leute aufbaust, dass du weißt, was können sie machen und auch, dass du hingehst und ihnen Tipps gibst bei der Linienwahl und ihnen, wenn du weißt, dass sie es können, dann auch positiv zusprichst. Ja, das sind natürlich viele Aspekte, die man da machen kann. Also Training im Trail auf jeden Fall existenziell, aber bitte reflektiert und differenziert. Denkt darüber nach, wann macht es Sinn, wann weniger und wie kann ich es machen, dass es gut funktioniert.
und wirklich im Trail Erfolgserlebnisse, Spaßerlebnisse zu haben. Und du bist ja auch, wenn du vor Ort guidest, also fahrt den Kurs in deinem Ort, in deiner Region machst, bist du ja auch ein Local Guide. Und dann kannst du auch immer einen geilen Trail zeigen, ob der jetzt fahrtechnisch alles das hat, was man noch so als Challenge oder Erweiterung der Komfortzone machen kann. Manchmal ist es einfach nur geil, zu einem schönen Aussichtspunkt zu fahren und dann schönen Trail zu fahren innerhalb der Limits der Teilnehmer. Ja, das ist jetzt viel, was du schon kennst, aber bitte reflektier das alles und mach dafür einen super Kurs, auch mit viel Trail für deine Teilnehmer.